Der Masurensee in Duisburg-Wedau lud am Wochenende viele Menschen zum Sonnen ein. Zu viele, findet das Ordnungsamt. Denn an die Corona-Schutzverordnung konnte man sich bei den Menschenmengen nicht mehr halten. Die Lösung ist für die Ordnungsbehörde dieser Bauzaun, der seit Samstagabend Gäste vom Ufer fernhalten soll. Die Anwohner begrüßen diese Maßnahme, denn die Wedauer stört nicht nur das erhöhte Infektionsrisiko, das mit zu vielen Badegästen einhergeht. Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass es passiert, weil viele haben sich überhaupt nicht dran gehalten hier an den Abständen, dann an das Klima, es ist sehr warm geworden. Ne? Man sollte ja auch kein Feuer oder dergleichen aufmachen, wie einen Grill benutzen und so weiter. Und ja, die Leute haben sich gar nicht dran gehalten. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass das jetzt so gekommen ist. Na, vielleicht werden die meisten dadurch jetzt erstmal wachgerüttelt und werden wieder sensibilisierter auf die momentane Phase, die wir haben. Der ADAC kam gar nicht nach mit dem Abschleppen. Dann haben die abgeschleppt und dann hat sich dann da direkt wieder jemand reingestellt. Hier ist alles zugeparkt. Die Fahrzeuge, die kommen aus Mülheim, Dortmund, Essen, sogar aus Holland. Also das bleibt nicht aus. Und nachdem gestern hier alles abgesperrt war schon oder am Samstagabend, hat sich das also rund um die Seenplatte verteilt. Was den Müll angeht, wie nach einem Bombenangriff. Also das ist höchste Zeit, dass hier mal was tut. Wenn es nach mir ginge, sollte hier generelles Grillverbot herrschen. Deutlich angezeigt und bei Übertretungen sofort drastische Konsequenzen mit Bußgeld und nicht erst diskutieren. Und mit Parzellen, die man eben zuordnet und dann, wenn die Parzellen belegt sind, dann ist hier Sense. So, und natürlich ganz extrem, nicht nur hier, sondern auch da drüben im Wald, die Waldbrandgefahr. Wenn man hier mit dem Fahrrad fährt, sieht man immer noch Leute mit der Zigarette rumlaufen, was einfach nicht geht. Am Masurensee ist Baden und Grillen verboten. Trotzdem löschten drei Personen ihre Grills nach Anweisung des Ordnungsamts nicht. Sie mussten verwarnt werden. Nach dem letzten Wochenende ist die Wiese am Masurensee jetzt gesperrt, bis das Wetter wieder kühler wird.